Und das ist hier erstmal eigentlich der entscheidende Ausgangspunkt, dass das, was man auf der Umfragenforschungsebene sehen kann, doch ein differenziertes Bild der Haltung gegenüber Waffenlieferungen in der deutschen Bevölkerung widerspiegelt. Ganz grob kann man sagen, das bewegt sich immer ungefähr hälftig. Also Personen, die voll auf der Linie sind, mehr Waffen zu liefern. Und dann haben wir ja lange Diskussionen über einzelne Waffengattungen gehabt und so. Und die Hälfte ist da skeptisch und dagegen. Und es wäre ja eigentlich erwartbar, dass in dem politischen Diskurs, wie er dann auch in den Medien veröffentlicht wird, sich irgendwie diese Differenziertheit widerspiegeln müsste. Und was wir halt herausgefunden haben, ist, dass das sich eben genau so nicht verhält. Hallo und willkommen auf Neutrality Studies. Mein Name ist Pascal und heute habe ich das Vergnügen, gleich mit zwei großartigen deutschsprachigen Forschern diskutieren zu dürfen. Ich habe hier bei mir einerseits Professor Harald Welzer, einer der bedeutendsten deutschen Soziologen und Sozialpsychologen. Während viele seiner wissenschaftlichen Werke sich mit dem Einfluss des Denkens oder Innerns auf die Gesellschaft befassen, schreibt Professor Welzer auch immer wieder gesellschaftskritische Bestseller wie Zeitenende, Politik ohne Leitbild, Gesellschaft in Gefahr oder Die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird. Andererseits habe ich auch einen Schweizer Kollegen hier, nämlich den Leo Keller, der ein Unternehmer und Datenwissenschaftler ist und seit Jahrzehnten Meinungen in Medien erforscht. Die beiden haben letztes Jahr eine hervorragende Arbeit erstellt mit dem Titel Die veröffentlichte Meinung, eine Inhaltsanalyse der deutschen Medienberichterstattung zum Ukraine-Krieg. Darin setzen sie sich kritisch mit der Rolle von Leitmedien in der Kriegsdynamik in Europa auseinander und zeigen mit viel Daten auf, dass unsere Leitmedien häufig eher im Business sind, Meinungen zu machen, anstatt darüber objektiv zu berichten. Dieses Forschungsprojekt wollen wir heute besprechen. Herr Welzer, Herr Keller, herzlich willkommen. Hallo. Schön dabei zu sein. Ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit nehmen und fangen wir vielleicht gleich mit der Einleitung Ihres Papiers an, wo Sie in der Studie erklären, wie Sie beide auf die Idee kamen, die veröffentlichte Meinung von Menschen auf der Straße der veröffentlichten Meinung in Zeitungen und anderen Leitmedien gegenüberzustellen. Könnten Sie diese Episode vielleicht kurz erklären? Ich weiß nicht, Herr Welzer, das war vielleicht Ihre Erfahrung. Naja, sagen wir mal so, wir können ja erstmal rein von der Oberflächenwahrnehmung eine relative Diskrepanz in den vergangenen Jahren schon feststellen zwischen dem, was Menschen in Umfragen zu Protokoll geben und dem, was den politischen und medialen Diskurs bestimmt. Und wir haben das ursprünglich festgemacht, zum Beispiel an der Frage der Zustimmung der Bevölkerung zu Waffenlieferungen und dem Diskurs in den Leitmedien über Waffenlieferungen. Und da ja immer dann, wenn man sozusagen das nur als Impression hat oder sozusagen von dem eigenen Eindruck als Medienkonsument, ist natürlich der Vorwurf ganz berechtigt zu sagen, naja, das mag so sein, dass Sie das so sehen, aber, und so wurde ja auch vielfach nach Publikation der vierten Gewalt argumentiert, wir in den Redaktionen sind unfassbar differenziert und kontrovers und beziehen alle denkbaren Meinungen ein. Deshalb kann das gar nicht stimmen. Und deshalb gab es hier jetzt über die Kooperation mit Leo Keller die Möglichkeit, das mal empirisch zu untersuchen und zu gucken, lagen wir da falsch? War es tatsächlich nur anekdotisches Wissen, was sich als falsch entpuppt hat? Oder deckt die Inhaltsanalyse diesen vermuteten Befund tatsächlich ab? So. Und da die entsprechende Technologie und das entsprechende Know-how vorliegt, diese Inhaltsanalyse vorzunehmen, war es zum Beispiel dann für mich als Mitautor der vierten Gewalt eine super Sache, mit Herrn Keller zusammen da zu arbeiten und diese Empirie nachzulegen. Können wir vielleicht genau darüber sprechen? Was haben Sie denn in der Studie herausgefunden? Und vielleicht beantworten Sie das, Herr Welzer, und dann, Herr Keller, könnten Sie vielleicht auf die Methodologie eingehen? Also wie sind Sie mit den Daten vorgegangen? Aber vielleicht haben Sie zuerst, Herr Welzer, das ein bisschen zusammenzufassen.
Ach, nee, ich würde ja vielleicht sogar sagen, dass Herr Keller noch mal kurz die Methode schildert, damit man das eigentlich versteht, wie wir da vorgegangen sind. Bitte. Ja, gerne. Ich würde aber ganz gerne kurz zurückblicken, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, uns systematisch dieser Frage anzunehmen, was denn die veröffentlichte Meinung ist im Vergleich zur öffentlichen Meinung. Dazu gab es bei uns eben einen interessanten politischen Vorfall in der Schweiz. Es gab anfangs der 10er Jahre eine Initiative, die Minarette in der Schweiz verbieten wollte. Die sogenannte Minarettinitiative. Und die Meinungsforscher waren der Meinung, das ist gar kein Problem. Diese Initiative wird mit 55% Nein abgelehnt. Und das Ergebnis der Abstimmung war genau umgekehrt. Sie wurde mit 55% der Meinungen der Stimmen angenommen. Und das war der große Schock. Und wir haben dann ex post das untersucht und gesehen, dass in der veröffentlichten Meinung das zwar wirklich so war, aber in den Beiträgen auf damals waren es vor allem Foren und Twitter, Foren und Blogs, dieses Verhältnis völlig sich anders darstellte. Und zwar auch im Verlauf. Also das war sehr interessant. Und wir haben dann diese Arbeit veröffentlicht und die gab dann auch eine gewisse Resonanz und auch Auseinandersetzung mit den zuständigen Meinungsforschern. Einer davon hat eigentlich seinen großen Job beim Schweizer Fernsehen deswegen langfristig verloren. Und nach diesem Ereignis haben wir dann angefangen, systematisch alle Dokumente in der Schweiz jetzt zu sammeln. Also wir haben eine relativ große Erfahrung mit vielen Themen, die diese Diskrepanz immer wieder zeigen. Nicht in allen Fällen, aber also man kann das untersuchen. Und deswegen haben wir auch ein Stück weit auf das Echo, das die Arbeit von Herrn Welzer und Precht ausgelöst haben, gesagt, dann können wir das doch auch machen für die ganze Debatte der Ukraine-Krise und haben ein System aufgesetzt, in dem wir sämtliche Dokumente, die im Internet erscheinen, von den Zeitungen und von den sozialen Medien, insbesondere auf Twitter heute. Diese haben wir gesammelt. Also alles, was zum Thema Ukraine-Krieg, Putin, Zelensky und was auch immer auftaucht, diese Daten haben wir. Wir können sagen, wir haben somit so quasi wie die Gesamtheit aller veröffentlichter Meinungen in Zeitungen, im Fernsehen. Dann eben auch auf den Blogs, in den Foren, und auf Twitter. Und das sind über ein Jahr gesehen so 20 Millionen Dokumente. Und also im Gegensatz zu der klassischen Meinungsforschung, die wir zum Teil auch begleiten in anderen Projekten, können wir immer mit der Totalität aller Dokumente arbeiten und nicht mit mit einem guten Stichproben-Sample. Und auf diese Art und Weise ist es dann eben möglich, die Fragen zu beantworten, wie häufig werden bestimmte Themen, Namen, Aspekte diskutiert, überhaupt aufgenommen, und in welchem Kontext und in welcher Tonalität werden sie diskutiert. Also nur zum Verständnis, Sie haben Twitter ausgewertet, Sie haben YouTube ausgewertet, Sie haben die andere soziale Medien ausgewertet, aber auch Tageszeitungen und Fernsehen und all das, das sind eben circa dann 20 Millionen Dokumente, die Ihr System auswerten konnte, was eben auch auf, was Sie schon vorher verwendet haben und jetzt vor 1,5 Jahren mit dem Herrn Welzer zusammen dann ausgewertet haben auf den Ukraine-Krieg. Genau. Also das läuft weiter. Wir haben jetzt die Dokumente über 24 Monate und das sind weiterhin 20 Millionen pro Jahr. Also wir sind jetzt bei 40 Millionen Dokumente pro Jahr. Und dann jetzt wieder die Frage, was ist denn jetzt zum Beispiel da für die Waffenlieferungen dabei rausgekommen? Wie verhält sich der veröffentlichte Diskurs und wie der öffentliche Diskurs? Und ich, also der Unterschied ist, dass sie veröffentlicht, das sind Tageszeitungen und so weiter, offizielle Leitmedien und öffentlicher Diskurs, das ist Twitter, das sind soziale Medien, die haben sie einander gegenübergestellt. Ich würde das noch mal einmal
etwas differenzieren. Und zwar würde man ja klassischerweise sagen, der öffentliche Diskurs ist auch derjenige, der sich nicht unbedingt medial niederschlägt, sondern das ist das, worüber Leute am Abendbrotstisch reden oder bei Begegnungen oder so oder in der Nachbarschaft und so weiter. Und wir haben ja immer einen empirischen Niederschlag, beispielsweise auf der Ebene von Meinungsumfragen. Und das ist hier erstmal eigentlich der entscheidende Ausgangspunkt, dass das, was man auf der Umfragenforschungsebene sehen kann, doch ein differenziertes Bild der Haltung gegenüber Waffenlieferungen in der deutschen Bevölkerung widerspiegelt. Ganz grob kann man sagen, das bewegt sich immer ungefähr hälftig. Also Personen, die voll auf der Linie sind, mehr Waffen zu liefern. Und dann haben wir ja lange Diskussionen über einzelne Waffengattungen gehabt und so. Und die Hälfte ist da skeptisch und dagegen. Und das wäre ja eigentlich erwartbar, dass in dem politischen Diskurs, wie er dann auch in den Medien veröffentlicht wird, sich irgendwie diese Differenziertheit widerspiegeln müsste. Und was wir halt herausgefunden haben, ist, dass das sich eben genau so nicht verhält, sondern dass es auf der Ebene der veröffentlichten Meinung in den Leitmedien ein sehr, sehr starkes Votum für dann beispielsweise, es gibt immer so Konjunkturen, wo das Thema hochkocht. In dem Fall waren es die Lieferungen von Kampfpanzern als ein ganz großes Thema, wo man sehen konnte, auf der Ebene der Leitmedien wird das extrem favorisiert, und bildet halt genau dieses differenzierte Bild in der Bevölkerung nicht ab. Dann kann man gucken, das lässt dieses Material ja zu, inwiefern unterscheidet sich dieser Diskurs der Leitmedien dann von dem, was in den sozialen Medien diskutiert wird. Aber aus meiner Perspektive, und das ist die Kernthese der vierten Gewalt auch gewesen, ist sozusagen die Untersuchung der Unterschiedlichkeit zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung das Wichtige. Und zwar genau deswegen, weil die Leitmedien als vierte Gewalt ja eine eminent wichtige Funktion für das Funktionieren von Demokratie haben und unter anderem ja auch die Aufgabe haben, das, was wir notwendigerweise politisch als Repräsentationslücke haben, also dass nicht alles irgendwie auch in den politischen Diskurs einfließt, was in der Gesellschaft verhandelt wird. Dafür haben wir ja in demokratischen Gesellschaften tatsächlich die Pressefreiheit und die entsprechenden eigentlich verantwortlichen Akteure innerhalb der Medien, die da sozusagen Politik auch kritisch begleiten sollen. Und da verzeichnet man, und das ja nicht zum ersten Mal, deutliche Defizite. Das war im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015, 2016 schon der Fall. Es war auch im Rahmen der Pandemie der Fall und ist jetzt bei der, ja, leitmedialen Behandlung, ich hätte fast gesagt Berichterstattung, aber der Begriff Berichterstattung trifft es fast schon gar nicht mehr. Jetzt in Bezug auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine halt auch der Fall. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie es dazu kommt, dass sich so eine starke Diskrepanz bildet? Und das ist ja etwas, was wahrgenommen wird. Also das ist etwas, was ich auch in den YouTube-Kommentaren merke. Das ist etwas, was ich im Gespräch mit Freunden und Bekannten merke, der Eindruck, der subjektive Eindruck von Leitmedien missgeleitet oder das zu werden oder dass einem etwas verkauft wird. Wenn auch Worte immer wieder hervorkommen, also mit den Waffenlieferungen, gerade in Deutschland, ist es interessant, dass dieses Wort des Zögerns, Herr Olaf Scholz zögert, zaudert, das wurde immer wieder betont, also quasi als würde einem etwas verkauft werden, als wollte man hier PR machen für etwas. Können Sie sich, das ist abseits Ihrer Studie, aber wie erklären Sie sich dieses Verhalten der Leitmedien? Ja, als Sozialpsychologe würde ich erstmal eine sehr einfache Erklärung anbieten, dass wir es ja auch bei den genannten anderen historischen Ereignissen mit Krisen zu tun haben. Und Krisen haben ja die unangenehme Eigenschaft, dass man nicht genau durchblickt. Also Krisen zeichnen sich dadurch aus, dass niemand ein Skript hat, niemand ein Drehbuch.
Ja, weder wie sich die Sache entwickeln wird, noch was die geeigneten Maßnahmen sind. Das heißt, wir haben erstmal eine Situation von großer Dissonanz. Leute haben es sehr gerne, wenn sie ihr Rezeptwissen auspacken können und sagen können, da und da und darum handelt es sich und deshalb muss man jetzt das und das machen. Das ist bei Krisen nicht der Fall. So, also stehen Redakteurinnen, Zeitungsmacher und so weiter, genauso wie alle anderen Menschen vor dem Problem, jetzt erstmal eine Deutung zu machen, was geht hier eigentlich vor. So, und wenn man aber so eine Situation hat, ist es eine unangenehme Situation. Das heißt, man hat es sehr gerne, wenn man irgendwie Haltegriffe hat, an denen man sich festhalten kann und dann eine Deutung zu liefern. Und jetzt kommen basale Gruppenprozesse ins Spiel. Da kommen ja zum Beispiel die diskutierenden Redaktionen ins Spiel, die ihre Dissonanz vermeiden, indem sie eine Deutung entwickeln, auf die sich alle einigen können. Ja? Und dann sind alle ganz froh, dass sie jetzt wissen, wie es geht. Klammer auf. Es gibt natürlich auch manifeste Traditionen, zum Beispiel der transatlantischen Perspektiven auf das Ganze. Es gibt Dominanzen von bestimmten Akteuren und, und. Das kommt noch dazu. Aber jetzt hat man sehr schnell diese Einigungsprozesse. Und diese Einigungsprozesse haben ja psychologisch noch mal eine interessante Eigenschaft. Die sind ja jetzt fragil. Also man hat das ja nicht auf der Ebene gesicherten Wissens und gesicherter Daten, diese Einigung hergestellt, sondern man hat sich gewissermaßen als Gruppe geeinigt. Deshalb ist alles, was als Intervention von außen dazukommt und sagt, Moment mal, das stimmt ja gar nicht, oder könnte man auch anders sehen, oder die berühmten Experten, die dann versuchen, eine andere Meinung, sind ja im Grunde genommen ein Störfaktor für diese fragil hergestellte Einigung. Ja? Also jeder, der sagt, na, das stimmt aber nicht, stört gewissermaßen diesen Prozess. Das ist ein wesentlicher Faktor. Und dann hat man natürlich im Verlaufe dieser Krisenentwicklung, hat man natürlich mit Ereignissen zu tun, die möglicherweise auch Störgefühle auslösen. Und das Paradoxe ist, dass man dann genau diesen Störgefühlen nicht nachgeht, sondern bekämpft die Störgefühle, indem man die eigene Meinung noch verfestigt. Und das kann man genau da sehen, während gewissermaßen im freien Alltag die Leute doch damit beschäftigt sind, ein bisschen mehr abzuwägen, Meinungen auch gegeneinander zu stellen und es gar nicht so sehr das Bedürfnis da ist, da jetzt etwas Einhelliges zu finden. Das ist eigentlich sehr interessant. Wenn man es neutral betrachtet, wenn man es nicht neutral betrachtet, sondern sozusagen im Kontext der Krisenbewältigung betrachtet, hat natürlich wirklich, entsteht daraus ein riesiges Problem, weil zur Krisenbewältigung muss ich ja logisch so viel Wissensbestände akkumulieren, dass ich zu einer möglichst realitätsgerechten Lösung komme. Und wenn ich aber sozusagen systematisch ausschließe, dass diese Störungen in mein Konzept reinkommen, dann komme ich systematisch zu schlechteren Lösungen, als wenn ich sozusagen das tue, was nur Demokratien bieten, nämlich eine Diversität und bestimmte Menge heterogener Wissensbestände und Meinungsbildungsmöglichkeiten. Und das ist das eigentlich Fatale, dass man darauf verzichtet. Und deshalb offensichtlich auch bizarre und im Kriegsfall möglicherweise auch sehr verhängnisvolle Entscheidungsrichtungen dadurch nahegelegt werden. Es ist eigentlich ein irrationaler Prozess. In einer freien, liberalen Gesellschaft ein irrationaler Prozess, der dann zu einer quasi Gleichschaltung, vielleicht nicht des Denkens, aber des Berichtens führt. Herr Keller, haben Sie etwas hier beizufügen? Ja, es geht ja dann darum, solche Dinge zu messen oder solche Diskrepanzen. Und da eignet es sich, also da können wir heute mit diesem Zugang zu den Online-Medien, diesem umfassenden Zugang zu den Online-Medien, das überhaupt relativ gut beobachten. Und das kann man einfach machen, indem man Merkmale nimmt, wie zum Beispiel, wie häufig über das Thema Atomwaffeneinsatz gesprochen wird, oder wie häufig und wer über Friedensverhandlungen spricht oder über Waffenstillstand.
Und in all diesen Themen, und das sind dann relativ einfache und somit sehr scharfe Analyseprozesse, weil sie nicht auf komplexen Satzanalysen basieren, sondern auf dem Vorkommen von Objekten, jetzt wie zum Beispiel Friedensverhandlungen oder Waffenstillstand, die in einem sprachlichen Kontext zum Ukraine-Krieg sein müssen. Und darüber, das kann diese Technologie, diese semantische Intelligenz sehr gut. Und das ist ja das Frappierende, dass es eben wirklich immer klar ist, also es gibt so quasi wie das konträre Abbild. Also wenn das Thema Waffenlieferungen in den veröffentlichten Medien, in den Leitmedien oder in allen Online-Zeitungen, die unterscheiden sich also gar nicht, hochkommt, dann kommt in den sozialen Medien das Thema Waffenstillstand vor. Oder wenn über Atomwaffen, hauptsächlich den möglichen Atomwaffeneinsatz gesprochen wird, jetzt gar nicht unterschieden, ob man das gut oder schlecht findet oder wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, schon nur, dass es aufkommt, kommt auf der anderen Seite in den sozialen Medien ist dann das Thema quasi wie korrespondierend das Thema Atomwaffen tief und dafür das Thema Friedensverhandlungen hoch. Oder die Nennung der Befürworter von Waffenlieferungen, die sind sehr stark genannt in den veröffentlichten Medien, in den Leitmedien. Und die Mahner, die tauchen dort kaum auf. Also sowohl die internationalen anerkannten Experten, auch unverdächtige Leute wie Kissinger oder so. Aber in den sozialen Medien sind dann die Mahner plötzlich ganz vorne. Also werden sehr häufig diskutiert. Und die sozialen Medien, das sind nicht einige wenige, die eine große Reichweite haben, sondern wir haben jetzt im Ukraine-Krieg, im deutschen Sprachraum 1 Million verschiedene Twitter-Autoren, oder? Also das ist eine beachtliche Zahl. Währenddem es bei den Zeitungen nicht so wahnsinnig viele Journalisten sind, die da sprechen. Also ich denke, es ist eben auch, es hat auch eine große Repräsentativität, was sich in den sozialen Medien abspielt. Und das Interessante und im gewissen Sinne auch Erschreckende ist diese Konsequenz, Inkongruenz zwischen den sozialen Medien, von denen wir sagen, dass die bildet ein Teil, also das ist ein guter Indikator für die öffentliche Diskussion und den veröffentlichten Medien, den Leitmedien und den 100.000 Online-Zeitungen. Herr Welzer, was denken Sie, was hat jetzt dieses Ergebnis, dass eben die veröffentlichte Meinung von der öffentlichen Meinung doch relativ stark abweicht? Was hat das für Konsequenzen auf die Gesellschaft? Weil einerseits kann man natürlich auch argumentieren, es geht ja nicht darum, dass Zeitungen immer das abbilden müssen, was gerade öffentlich diskutiert wird. Die Zeitungen sollen ja auch Qualität bieten und sollen ja auch rezipieren und etwas anderes hinzufügen. Andererseits kann diese große Diskrepanz jetzt doch zu gesellschaftlichen Brüchen auch führen und vor allem eben zu diesem Misstrauen gegenüber den Medien, das wahrscheinlich auch nicht sehr gesund ist. Also, wie sehen Sie das? Ich habe es ja schon gesagt, ich sehe das eigentlich als sehr problematisch an, weil die eminent wichtige Funktion, die den Leitmedien zukommt, für die Meinungsbildung innerhalb des demokratischen Diskurses, innerhalb der Auseinandersetzung, die fällt gewissermaßen defizitär aus, wenn das so homogen ist, während das Thema eigentlich ein heterogenes Thema ist. Man kann das. Es gibt eine Reihe von Studien aus den vergangenen Jahren, die Auslandsberichterstattung in den deutschen Medien untersucht haben. Und man stellt da also geradezu deprimiert fest, dass die so gut wie gar nicht stattfindet. Oder wenn sich konzentriert auf 6, 7 Gesellschaften, aber wir haben natürlich nahezu 200 auf der Welt. Derselbe Befund taucht da auf, wo zum Beispiel über Kriege berichtet wird. Der Äthiopienkrieg zum Beispiel, der von den Opferzahlen wahrscheinlich der verlustreichste Krieg der letzten Jahre gewesen ist,
kam in unseren Medien überhaupt nicht vor. Der Krieg im Jemen kam in Spurenelementen vor und wurde erst dann sozusagen als kollaterales Thema in Bezug dessen diskutiert, dass die Houthi-Milizen die Frachtrouten angreifen. Ja? Plötzlich war das medial ein Thema, wird dann auch medial ein Thema, wenn die deutsche Marine eine Fregatte dahin schickt und das auch irgendwie mit unterstützt, den Kampf dagegen und so weiter. Aber sonst spielte dieser Krieg mit mutmaßlich 300.000 Toten, in Äthiopien waren es 400.000, so gar keine Rolle. Und viele andere Dinge, die auf der Welt, die ja nicht aus Deutschland, der Schweiz und meinetwegen Frankreich oder den USA besteht, sondern noch aus vielen anderen Teilen, die kommt nicht vor. Und das ist zum Beispiel sehr fatal, wenn man sich überlegt, wie wird denn eine geopolitische Entwicklung betrachtet? Die kann ich ja überhaupt nur angemessen betrachten, wenn ich Wissensbestände aus anderen Teilen der Welt in meine Optik mit reinhole und in ihren Ambivalenzen, in ihren Konfliktpotenzialen, aber auch in ihren Bündnispotenzialen angemessen betrachten kann. Und das ist ja das, was man eigentlich erwarten muss von Medien, die eben auch Auslandskorrespondenzen unterhalten und für sich selber in Anspruch nehmen, natürlich differenziert und umfassend zu versuchen zu berichten. Und alles das erweist sich als erstaunlich defizitär. Sie haben vorhin auch nach den Gründen für diese Entwicklung gefragt. Ich habe ja nur den sozialpsychologischen Grund genannt. Es gibt natürlich auch ökonomische Gründe. Natürlich stehen, seit sich alle Werbeausgaben sehr stark verlagert haben auf Internetpublikationen, auf soziale Netzwerke und so weiter, die traditionellen Redaktionen enorm unter finanziellem Druck. Das hat auch zu Einsparungen geführt. Das hat natürlich dann auch zu Einbußen in der Qualität geführt in vielerlei Hinsicht. Also Stichwort Auslandskorrespondenten und Rechercheaufwände und so weiter und so weiter. Und der dritte Punkt ist natürlich auch noch der, und das erleben wir alles schmerzhaft. Und Sie haben ja dann auch schon darauf hingewiesen, welche Folgen das für ein gesellschaftliches Klima hat. Wir haben natürlich auch erlebt, dass im Zug sozusagen des Kämpfens um Aufmerksamkeit, um Reichweite, sich die Diktion auch verändert hat, auch in den Leitmedien, die dann unglücklich bestimmte Sozialformen aus den sozialen Netzwerken übernommen haben. Das heißt, man artikuliert Abscheu, Abwehr, Abwertung gegenüber bestimmten Positionen gibt denen gar keinen Raum, dass sie überhaupt sich entfalten können, dass man überhaupt weiß, wogegen man abwehrt. So, und das ist so interessant und wird ja beinahe auch witzig, wenn man auch das mal in der Menge sieht, wie welche Begriffe so Konjunktur bekommen haben. Also für mich zum Beispiel, das ist interessant, wir haben das nicht jetzt systematisch untersucht, aber immer sind alle entsetzt. Ja, das ist total, also als der Papst unlängst gesagt hat in einem Interview, wobei nirgendwo die Interviewerfrage überhaupt thematisiert wurde, von einer weißen Fahne gesprochen hat, die zu schwenken man Mut bräuche, da waren alle Überschriften Entsetzen über den Papst. Entsetzen. Warum soll man über den Papst entsetzt sein, wenn der Papst gemäß seiner Arbeitsplatzbeschreibung es für möglich hält, dass Frieden besser ist als Krieg. Ja? Aber Entsetzen. Anderes Wort aus diesem Formenkreis, fassungslos. Man ist immer fassungslos. Ja? Man ist nicht, keine Ahnung, bereit, etwas zu diskutieren, weil man von vornherein schon mal fassungslos ist oder entsetzt. Also diese überdonnerten Begrifflichkeiten formen ja auch die Möglichkeit eines Diskurses. Denn wenn man über eine Aussage schon erstmal entsetzt ist, wie sollte man die denn überhaupt noch in irgendeiner Weise ernst nehmen oder abwägen, ob da was dran ist? Ja? Das heißt, die Meinung ist leider schon immer da, bevor überhaupt eine Analyse stattgefunden hat. Und das führt wiederum dazu, dass vielleicht auch sich viele auch in den Redaktionen gar nicht trauen, eine abweichende Meinung irgendwie zu artikulieren, weil das würde ja wiederum diese Fassungslosigkeit hervorrufen. Auch da hätte man das Beispiel mit dem Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokraten in der Bundesrepublik, über den auch dann plötzlich alle entsetzt gewesen sind, weil der auch in einer Rede von der Möglichkeit des Einfrierens des Krieges gesprochen hat. Und das jetzt nochmal zu sagen.
Das kann sein, dass das falsch ist. Nur wir haben gar keine argumentative und diskutive Basis dafür zu beurteilen, könnte das eine Möglichkeit sein oder ist das falsch? Und es geht ja eigentlich nur darum, in einer aufgeklärten Gesellschaft tatsächlich darüber zu diskutieren, was die beste Auffassung, die beste Deutung und die beste Schlussfolgerung ist. Und das wird ja systematisch vermieden, wenn ich gewissermaßen nur emotional normativ versuche, einen Diskurs zu führen und nicht argumentativ auf der Basis von Wissen. Es ist eben der Punkt, wo es dann so scheint, als würde einem etwas verkauft werden, wenn dann diese Wörter immer wieder auftauchen. Jetzt, ich habe dann aus Ihrer Studie irgendwie den Schluss gezogen, dass sich hier anscheinend doch sehr starke epistemische Gruppen bilden, also die Bubbles. Und das habe ich ganz kurz mit Herrn Keller letzte Woche besprochen. Und Herr Keller hat gesagt, also er sei, also Sie sind mit der Idee, dass Sie hier Bubbles befinden, nicht ganz einverstanden, oder? Also Herr Keller, möchten Sie darauf reagieren? Also wie beurteilen Sie das? Ja, das Thema der Bubble ist ja quasi die Idee, dass im Internet sich eine selbstreferenzierende Gemeinschaft entwickelt. Das würde ich im Vergleich zur Zeit vor dem Internet sehr in Frage stellen, weil ich meine, da war man viel stärker in sehr engen Bubbles gefangen. Man war entweder jetzt in der Schweiz ein Konsument des Tagesanzeigers als liberaler Schweizer oder der NZZ als konservativer Schweizer. Und eine Möglichkeit, sich wirklich differenziert in anderen Kanälen kundig zu machen, bestand schon gar nicht. Aber ich denke, wir haben es hier nicht so sehr mit der Bubble, mit dem Bubble-Problem der selbstreferenzierenden Informationsschleifen zu tun, sondern damit, dass gewisse Debatten eben gar nicht mehr stattfinden. Und ich erlebe das auch in meinem privaten Umfeld, diese Irritation oder dass, ob es jetzt Ukraine-Krieg, Corona oder Gaza-Krise ist, in der veröffentlichten Meinung ist die Haltung ganz klar. Und wer davon abweicht, bekommt ein echtes Problem, bis hin zu beruflichen Konsequenzen. Und das erschreckt ganz viele Menschen. Das heißt, die Diskussionen, die ich privat führe, die sind völlig anders als die Diskussionen, die in der veröffentlichten Medienwelt stattfinden. Sie sind sehr besorgt, sehr differenziert, sehr suchend. Und das hat mich sehr überzeugt von dem, was Sie, Herr Welzer, gesagt haben. Oder das Dilemma, wenn man in eine Situation gerät, in der es keine Rezepte gibt, wo alle am Suchen sind, der Druck, möglichst schnell diese Dissonanz verschwinden zu lassen, indem es eine Meinung gibt, die man dann als die richtige erkennen kann und somit die Unsicherheiten verschwinden und darum auch die Störungen des Einwurfs, der Kritik, der Gegenrede möglichst schnell zum Verschwinden zu bringen. Das hat mich überrascht in dieser Klarheit und ich hätte auch große Lust, dieses einmal zu untersuchen. Ich glaube, das kann man. Aber insgesamt denke ich, dass wir heute dank dem Internet, dass die Menschen in der Lage sind, sich sehr differenziert zu informieren. Und das meine ich, sehen wir auch in ihren Reaktionen in den sozialen Medien. Die sind oft sehr differenziert, sehr suchend und sehr abwägend. Und deswegen werden dann eben auch, ich sage es mal, die Mahner und die Bedenkenträger dort viel häufiger zitiert, also die werden genannt. Also ich nehme jetzt mal John Mersheimer und Henry Kissinger als zwei unverdächtige amerikanische Zeugen, die eben in diesem Krieg eine klar andere Sichtweise kundtun. Die werden in den klassischen Medien eigentlich hier in dieser deutschsprachigen Welt totgeschwiegen, nicht aber in den sozialen Medien der deutschsprachigen Welt. Und das zeigt mir doch, dass eigentlich die sozialen Medien fast eine Möglichkeit sind, aus der Bubble der jeweiligen veröffentlichten Kanälen, sei das jetzt FAZ oder Spiegel oder RTL oder Zeit oder NZZ oder wie auch immer, aus diesen Bubbles auszubrechen.
Meine große Befürchtung als Wissenschaftler der internationalen Beziehungen ist ja, dass es hier nicht nur einen Feedback-Loop nach unten gibt, sondern eben auch nach oben und dass Zeitungen und die Regierenden sich eben auch dann dass sich da eine Dynamik entwickeln könnte, Herr Welzer. Haben Sie das Gefühl, dass diese Berichterstattung, wie sie stattfindet, dann vielleicht eben auch zur Anheizung des Krieges führt oder wie sehen Sie denn die Verbindung mit den Entscheidungsträgern? Es ist sehr schwer zu beurteilen. Also, das ist sehr schwer zu beurteilen, weil wir ja gewissermaßen die Kausalketten nicht kennen. Aber ich würde einfach sozusagen von einer Baseline her argumentieren. Und die habe ich vorhin schon genannt. Auch für politische Entscheidungsträger ist es hochrelevant, heterogene Informationen zu bekommen und auszuwerten. Und wenn Sie homogene Informationen bekommen, ist Ihre Entscheidungsgrundlage schwächer, als wenn es anders der Fall wäre. So. Und insofern kann man ja sagen, dass das zumindest eine ungute Entwicklung ist, weil wir uns ja wünschen würden, dass die Wissensbasis, die dann Grundlage von Entscheidungen wird, möglichst umfassend ist. Dafür haben wir ja in der Demokratie genau die Möglichkeiten, die es ansonsten unter diktatorischen oder autoritären Verhältnissen einfach nicht gibt. Die sind systematisch homogenisierend. Wir wollen ja eigentlich heterogenisierend sein, weil das die eigentliche Stärke unserer Form von Gesellschaft ist. So, und inwieweit die Leitmedien in der Lage sind, politische Entscheidungen tatsächlich zu beeinflussen, das müsste man wahrscheinlich in Längsschnittuntersuchungen gucken. Also ob diese Peaks in der Berichterstattung dann tatsächlich dazu führen, dass ein deutscher Bundeskanzler oder ein österreichischer Bundeskanzler oder sowas dann bestimmte Entscheidungen tatsächlich treffen. Und ich würde sagen, es reicht eigentlich auf dieser untersten Ebene zu argumentieren und zu sagen, das ist eigentlich ungut, wenn diese Homogenisierung stattfindet. Vielleicht eine letzte Frage an Sie beide. Was sind Ihre Empfehlungen an die Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Kanales, die sich umfassend informieren wollen? Wo würden Sie sagen, wo gehen Sie hin? Wie macht man das jetzt im 2024? Wenn ich Also, dazu vielleicht, ja, bitte. ich persönlich bin nicht affin, was soziale Netzwerke angeht. Insofern beziehe ich null Informationen daraus, allenfalls sekundär oder tertiär. Für mich ist es wichtig, auch internationale Presse wahrzunehmen und entsprechende Artikel zu lesen, weil man da schon feststellt, aha, es gibt doch eine größere Heterogenität in der Wahrnehmung dieser Konflikte, als sich das so abbildet. Und was ich auch tatsächlich wichtig finde, ist das Alltagsgespräch. Wir alle sind unterwegs als ganz normale Bürgerinnen und Bürger, immer auf der Suche nach Orientierung und nach Deutung. Und natürlich sind andere für uns immer Informationsträger, und zwar positiv wie negativ. Das heißt, ich muss ja nicht sofort übereinstimmen mit etwas, was da gesagt wird. Aber ich muss eigentlich, für mich ist es wichtig zu wissen, was da so gesagt wird. Und ich würde einen Punkt sehr, sehr stark machen, mache ich auch in jeder öffentlichen Diskussion. Wir haben das große Glück in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, dass wir aufgeklärte Bevölkerungen haben. Die Bevölkerungen bestehen mehrheitlich aus denkenden Menschen. Und das ist etwas, was für Demokratien die stärkste Ressource ist. Und es ist bedauerlich, dass es dann sozusagen diese Form der veröffentlichten Meinung gibt, die homogenisiert, während die Ressource, die Denkenden, Diskutierenden, sich auch bei uns in Deutschland durch Demonstrationen, also gegen rechts, artikulierenden, sehr zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die sind sozusagen vital, während das andere eher etwas Stillgestelltes ist. Und das ist ungut. Und da, weil Sie danach gefragt haben, wäre mein Desiderat, dass Politik das bitte zur Kenntnis nimmt.
Ja, dass da die Ressource ist. Gerade wenn wir populistische Bewegungen haben, die man bekämpfen möchte und sowas, aber sieht, dass zum Beispiel in Deutschland die etablierten Parteien überhaupt keine Idee haben, wie sie das bekämpfen. Deshalb gehen ja die Leute auf die Straße, gewissermaßen stellvertretend für die Politik. So, und in dem Sinne könnte die politische Klasse sich selber auch mehr aufklären darüber, welche Potenziale, welche Ressourcen, welche produktiven Widersprüche in der Bevölkerung vorhanden sind und eben in den Diskursen, die dort geführt werden. Sehr gut, vielen Dank, Herr Keller. Ja, jetzt aus dieser Internetwelt, ich meine, die wenigsten Menschen haben ein System zur Verfügung, wie wir das nutzen können, indem wir die Gesamtheit aller Twitter-Daten auswerten. Deswegen denke ich, es gibt meines Erachtens für die normale Bevölkerung, die sich im Internet einigermaßen bewegen will und kann, drei Empfehlungen. Das eine ist, suchen Sie Blogs von Fachleuten. Es gibt in den USA Millionen von Blogs und das sind meistens Fachleute, die zu einem Thema Fachleute sind. Heute haben diese zum Teil eigene YouTube-Kanäle, also der hier von uns bespielte ist ja auch einer. Also es ist erstaunlich, welche Fachleute sich heute über YouTube regelmäßig zu den jeweiligen Themen äußern, sei das jetzt Gaza, Ukraine oder künstliche Intelligenz oder Klimakrise, was auch immer. Also da findet man sehr, sehr spannende Leute, die heute nicht mehr in den Zeitungen referiert werden zum Teil. Und dann denke ich, ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn man internationale Medien anguckt. Also ich bin erstaunt zu sehen, wie deutlich kritischer die amerikanischen, auch Mainstream-Zeitungen zum Ukraine-Krieg sind als unsere Mainstream-Zeitungen. Ich bin erstaunt, wie kritisch Haaretz über den Gaza-Krieg berichtet. Und also das öffnet uns dann schon die Augen, wenn das, was die deutschsprachigen Medien an internationalen Korrespondenzen nicht mehr aufbringen, wenn man sich das selber holt. Ja, man muss dann auch noch Englisch können oder so. Wenn es Texte sind, kann man die ja jetzt mittlerweile wunderbar über DeepL automatisch sehr gut übersetzen lassen. Also ich denke, wenn man sich bewegt, findet man die alternative Information. Sei es die, ich sage jetzt mal, die dissidenten kleinen Kanäle, die wir in den allen Ländern haben, oder über die internationalen, über YouTube. Da denke ich, und wie gesagt, jede Zeitung veröffentlicht heute online deutlich mehr, als sie über die Print-Ausgabe rauslässt. Das bekannteste Beispiel ist die Washington Post, die 6 bis 7 Mal mehr Online-Artikel veröffentlicht, als sie täglich in ihrem Printausgabe hat. Also ich denke, das Internet ist wirklich eine sehr gute Informationsplattform, um sich sehr vielfältig zu informieren. Selber suchen, selber denken. Herr Welzer, das letzte Wort geht an Sie. Möchten Sie noch irgendetwas beifügen oder eine Empfehlung abgeben Ja, für weil das? Sie dieses wunderbare Selbstdenken gerade genannt haben. Ich habe ja sogar mal ein Buch mit diesem Titel, mit dem eigentlich absurden Titel, geschrieben. Was wirklich wichtig ist, ist auch das Selbstdenken sehr ernst zu nehmen. Also etwas ganz Wichtiges ist das Feststellen von Widersprüchen. Also ich nenne mal einen Widerspruch, der total interessant ist, dass sozusagen in der medialen Wahrnehmung es vollkommen klar ist, dass man Putin alles zutraut, absolut alles, und er auch schon immer belegt hat, dass er zu allem fähig ist. Nur wenn es zur Frage des Atomkriegs kommt, dann wissen alle, das würde der nie machen. So, und das ist ja etwas, da muss man ja nicht studiert haben, man muss nicht mal Abitur dafür haben, zu sagen, Moment. Da liegt möglicherweise ein Widerspruch vor. Und die Widersprüche, die sind genau das, was denkende Menschen sofort zum Weiterdenken veranlassen. Ja, also da ist was sehr Produktives drin und das erlebe ich eben auch in den von mir schon erwähnten Alltagsgesprächen, dass auch
jemand wie ich als Sozialwissenschaftler dann gefragt wird, sag mal, können Sie mir das mal eigentlich mal erklären? Sie kennen sich doch da besser aus. Und da fängt ja das Denken und das Selbstdenken und das Weiterdenken tatsächlich an. Und das finde ich einfach enorm wichtig, während man ansonsten immer dazu neigt, die Widersprüche möglichst zu glätten. Ja, sind die ja auch, ich betone es nochmal, für die Demokratie eine enorm wichtige methodische Ressource. Ja, ohne die kommt man, und da das Leben widersprüchlich ist, muss man die schon auch aushalten und weiterdenken gewissermaßen. Ich finde das sehr gut und möchte betonen, dass Herr Descartes mit der Methode des Zweifels die ganze Welt dekonstruiert hat. Und so weit muss man nicht gehen, aber Zweifel auch systematisch einsetzen, um zu hinterfragen, ist eine gute Idee. Herr Welzer, Herr Keller, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke sehr.